Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Traders Podcast heute am Freitag, 4.10.2013. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Feiertag. Und jetzt steht auch das Wochenende schon wieder bevor. Das erste im Oktober. Wir haben die erste Oktoberwoche so lala überstanden. Tendenziell notieren wir mit den Märkten gegenüber Monatsanfang leicht im Minus. Nichtsdestotrotz ist wie immer ein Blick auf den Chart lohnend. Und hier habe ich heute mal mitgebracht den S&P 500, den größten nach Marktkapitalisierung Index der Welt aus den USA. Was man hier sieht, ist mittelfristig nichts besonders Positives. Ich habe das schon des Öfteren mal hier gezeigt, zumindest mal angesprochen, dass wir hier einen Bärkeil haben. Ein Bärkeil ist letztlich nichts anderes, als dass ich zwei aufeinander zulaufende Trendlinien, hier eine obere Trendlinie, hier eine untere Trendlinie habe, die sich sozusagen irgendwann mal treffen, und das Ganze nach Abschluss oder nach einem langen ausgedehnten Trend, den haben wir jetzt, diesen langen ausgedehnten Trend. Und was wir hier jetzt letztlich sehen, ist nichts anderes als ein potenzielles Abschlussmuster. Ob das so weit kommt, ist dann die Frage, denn dazu müsste der S&P hier durch diese 1650 laufen. Insbesondere oder idealerweise wäre das heute der Fall, denn heute kommen auch die Arbeitsmarktdaten um 14.30 Uhr. Also insofern ist heute ohnehin so ein Tag, der so ein bisschen entscheidenden Charakter hat. Also sollte man heute unter 1650 aus dem Handel gehen, dann wäre für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen doch Stress angesagt, denn ich glaube, das wird dann tatsächlich zurücklaufen, Minimum bis zur 200-Tage-Linie, aber wahrscheinlich bei Bärkeilen ist es so, bis zum Start des Keils 1550 Punkte ungefähr, 1560 Punkte ungefähr, also das wäre nochmal 100 Punkte Rückgang. Noch ist es nicht so weit, und man muss auch immer wieder dazu sagen, wir haben seitens der Nasdaq immer noch ein freundliches Bild. Ich habe da vorgestern was drüber gesagt. Wir haben auch die Marktbreite, die nicht extrem schwächelt jetzt gerade. Es ist halt letztlich so, dass der Markt in dieser Debatte gerade um das Thema Haushaltsentwurf beziehungsweise viel wichtiger Schuldenobergrenze, die da zum 17. Oktober ansteht, einfach jetzt so eine gewisse Verunsicherung erfährt. Und das sieht man halt letztlich an den volatilen Kursen, die auf und ab dann laufen. Also für heute aufpassen, 14.30 Uhr Arbeitsmarktdaten. Ich meine, von den Indikatoren her ist, das ist aber an solchen wichtigen Tagen üblich, alles drin. Wir sind zwar kurzfristig überverkauft, recht deutlich überverkauft, sieht man hier und man sieht es auch hier, aber der Trend ist mittlerweile auch gekippt und dreht nach unten. Insofern haben wir tatsächlich von den Indikatoren her weder eine rote noch eine grüne Ampel. Wir haben eine gelbe Ampel, die einfach uns so ein bisschen was offen lassen für die nächsten paar Tage. Und deshalb glaube ich, dass der Tag heute entscheiden wird. Sollten wir breaken unter 1650, dann wird es auch weiter abwärts gehen. Sollten wir hier drehen, dann meine ich, haben wir erstmal eine technische Reaktion Richtung 1720 vor der Nase. Aber deshalb mein Rat für den Tag heute. Heute ist sowas wie ein Showdown, also nicht Shutdown, sondern Showdown. Insofern würde ich sehr passiv wäre ich heute und würde den Markt einfach mal beobachten und einfach nach dem Motto vorgehen, let the market decide, also lass den Markt entscheiden, wo es dann hingeht. Also insofern, wenn Sie heute ein langes Wochenende geplant haben, ich meine, es hält Sie marktseitig wenig davon ab, das auch zu machen. Schauen Sie am Wochenende wieder drauf, gehen Sie lieber in die Natur, vielleicht ein bisschen Bergwandern, dann hat man so ein bisschen auch den Kopf wieder frei. Ansonsten wissen Sie selber, dass es eigentlich jeden Tag irgendwo eine Chance gibt. Wenn man heute sagt, ich lasse den lieben Gott guten Mann sein, gehe vor die Tür, dann ist das auch gut. Das war's, wünsche Ihnen jetzt schon wieder ein schönes Wochenende und wir hören uns, sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, Ihr Albert.